Moin Moin und damit willkommen zu einer weiteren Rezension. Heute soll es gehen um Der Andergaster, der allererste Comic aus der Welt des Schwarzen Auges, aufgelegt von Ulysses. Und dadurch, dass das ein Comic ist und kein Abenteuer, gibt es zwar keine Spoilerwarnung, aber ich leite über mit Kapitän Haddock. 1.000 Millionen Mal Kanonendonner! Auf der linken Seite könnt ihr jetzt erkennen, wer das Ganze geschrieben und gezeichnet hat. Das ist der Reinhard Kotz und der Carsten Dürr. Und ja, es wurde ja bereits angekündigt, dass das Ding 5 Jahre in der Entwicklung gebraucht hat. Und ich würde mir wünschen, dass diese beiden Leute mehr machen. Ich finde diesen Comic echt gut. Die Bewertung folgt wie immer am Ende. Die muss ich natürlich ein bisschen umstellen, weil es kein Abenteuer ist, sondern, naja, Comic. Und da macht das nicht so sehr viel Sinn, mit Spieleranspruch und sowas zu kommen. Von daher wird die Bewertung ein bisschen umgestellt. Aber ja, macht auf alle Fälle bitte mehr, ihr beiden. Ich würde mir das zumindest wünschen, wenn der nächste Comic nicht wieder in 5 Jahren kommt, sondern schneller. Auf der rechten Seite könnt ihr jetzt erkennen, wie so der Zeichenstil aussieht. Das ist nichts, was man normalerweise von einem DSA-Comic erwartet, beziehungsweise von den DSA-Publikationen erwartet, denn die sehen ja normalerweise anders aus. Und das ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig am Anfang. Ich kann euch gerne noch ein paar mehr Seiten zeigen. Ich hatte mir hier auch die Seite 7, das ist einfach mal weiter, hatte ich mir auch notiert. Warum das? Ja, also ihr könnt gleich auf den ersten paar Seiten erkennen, der nimmt sich hier eine ganze Menge raus. Und ja, wird hier nicht. Dieser Comic ist nicht für Kinder geeignet. So viel schon mal dazu. Die Welt von DSA ist nicht so sehr blümchenhaft, wie man das gerne immer hätte. Und dass hier gleich dann auf der dritten Seite mit abgeschlagenen Köpfen rumhantiert wird, ist schon mal eine Ansage. Aber das nehme ich dem Comic nicht krumm. Nur, wie gesagt, für angehende Eltern, beziehungsweise, ja, wer irgendwie Nachwuchs zu Hause hat, der sollte vielleicht diese Comics nicht neben Tim und Struppi stellen. Denn, ja, das könnte Kinder vielleicht verstören. Gut, Zeichenstil. Der zieht sich so, wie ihr ihn hier seht, durch diesen Comic durch. Das habe ich ja bereits gesagt. Was kann ich zur Geschichte erzählen? Die Geschichte, es geht um einen Ritter, nicht um den Andergaster. Der Andergaster ist der Antagonist. Es geht um einen Ritter aus Havena und seinen dann folgenden Kompagnon aus Nostria. Die machen sich auf die Suche nach dem namensgebenden Andergaster. Ein böser schwarzer Rittersmann, ihr könnt ihn hier auch schon erkennen. Und die versuchen, den zu jagen. Ja, also die gehen Hinweisen nach und an sich, ja, muss ich auch gar nicht mehr dazu sagen. Das ist die Geschichte dieses Comics. Die Suche nach dem Andergaster, beziehungsweise das Stoppen des Antagonisten. Am Ende, muss ich leider sagen, ist es ein bisschen Deus Ex Machina. Da wird ein bisschen gehandwedelt, was ich schade finde. Aber naja, gut, so ist das eben. Bis dahin aber hatte ich unglaublich viel Spaß und das wird sich dann auch in der Bewertung niederschlagen. Ich ja, werde jetzt hier nicht durch alle hindurchgehen, alle Seiten, aber ich zeige euch nochmal die Seite 39. Da sind die Ritter bzw. die Protagonisten dann in der Stadt Nostria unterwegs und was ich hier an dieser Seite so schön finde und was sich dann auch in den Bonuspunkten nachher widerspiegelt, die beiden Pappkameraden oben links im Bild mit dem Wappen von Havena, die einfachen Stadtgardisten, sind unglaublich lustig, fluchend wie verrückt, also da werde ich mir ein paar Flüche von schnappen und benutzen in meinen Spielrunden, die sind unglaublich lustig. Die haben auch jetzt auf dieser Seite die vierte Wand durchbrochen, was ich ziemlich spaßig finde, also zoomt sonst mal ran, macht das Video groß und schaut euch an, was sie da oben zu bereden haben. Ich finde die beiden so lustig und habe den Comic gelesen und das eine oder andere Mal laut losgelacht. Und ja, geschichtlich muss ich sagen, haben die Leute hier eine ganze Menge gerissen mit der Personenbeschreibung. Also die Personen, die hier auftauchen, haben echt viel Profil. Und das gelingt nicht jedem Comic. Ich muss auch sagen, dass ich nicht so sehr viele Comics lese. Na klar, als Kind viel Tim und Struppi.
Und ich überlege gerade, ich habe die Resident Evil Comics gelesen, aber ansonsten bin ich überhaupt kein Comic-Mensch. Habe diesen Comic aber auch sehr gerne gelesen. Ich weiß nicht, ob das DSA geschuldet ist oder ob ich ihn so auch gelesen und geliebt hätte, wenn das Thema ein anderes gewesen wäre. Ich vermute, dass auch in einer anderen Welt dieser Comic sehr zu empfehlen ist. Das heißt, wenn jemand noch kein DSA-Fan ist und die Rollenspiele spielt, dann kann er sich diese Comics gerne schnappen, um einen guten Comic zu lesen. Und ganz hinten, nachdem die gezeichneten Seiten weg sind, auf Seite, lass mich nicht lügen, 60, gibt es auch noch einen Anhang und ein sehr gutes Glossar, in dem dann auch noch erklärt wird, was denn DSA überhaupt ist und macht dann Werbung für das Rollenspielsystem. Ich habe mir hier noch notiert, dass der Comic selber 20 € kostet und das ist in meinen Augen echt günstig. Ich bin mir nicht ganz sicher, was andere Comics kosten, aber wenn man den Preis pro Seite berechnet mit den 24 Cent pro Seite, guckt euch einfach mal an, wie dicht diese Zeichnung ist und wie viel Arbeit da drin stecken muss. Das ist viel, viel Arbeit für wenig Geld. Also den kann man sich auf alle Fälle für die 20 € zulegen. Das ist eine Kampfansage. Ihr solltet das honorieren und auch diesen beiden Schreibern bzw. dem Zeichner danken, indem ihr das Ganze dann erwerbt. Ich habe da nichts von, überhaupt nicht, aber einfach nur um dieses Werk zu würdigen. Ja, das war eine ziemlich kurze Vorstellung dieses Comics, aber wirklich viel kann man da auch nicht zu sagen. Die Geschichte ist sehr geradlinig, beziehungsweise es geht eben, wie gesagt, um diese Suche des Andergasters. Das wird relativ schnell zu Anfang vorgestellt, präsentiert. Und zieht sich dann durch den gesamten Comic durch. Am Ende ist es ein bisschen gehandwedelt, wie ich finde, aber das nehme ich dem Comic nicht krumm. Dadurch, dass es eine Rezension ist, komme ich dann natürlich auch zu der Bewertung, die sich dann ein bisschen abhebt. Zeichenstil. Ich hatte ja bereits gesagt, das ist kein normaler DSA-Zeichenstil, er ist gewöhnungsbedürftig, aber wenn man sich nach den ersten, ich sag mal, 4, 5 Seiten dran gewöhnt hat, dann guckt man sich das gerne an. Das stört nicht. Von daher vergebe ich eine 3 von 4 Punkten. Geschichte, ja. Man kann das ganze Ding auch als Abenteuer benutzen. Da gebe ich dann 3 von 4 Punkten für. Das Ende ist ein bisschen mau. Da ziehe ich dann einen Punkt ab. Ja, ansonsten Bonuspunkte. Ich würde ganz gern in diesem Fall 8 Punkte vergeben, damit ich dann wieder auf meine 16 Punkte komme. Das macht es dann beim ja, Vergleichen alles ein bisschen einfacher und vergebe deswegen beim Bonus nicht 4, sondern 8 Punkte. Und das beziehungsweise bis zu 8 Punkte. Erster Punkt, Erklärung von Begriffen. Das zieht sich durch das Abenteuer durch. Also es gibt nicht nur ganz hinten den Anhang mit den Begrifflichkeiten, wer ist Boron, wer ist Raya und so weiter, wenn man das als DSA-Fan nicht kennt, sondern wenn mit diesen Götternamen geflucht wird, dann wird sofort dann auch gesagt, wer ist denn diese Raya, um die es jetzt gerade geht und deren Brüste. Dann, zweiter Punkt, Glossar. Das Glossar kennt man ja als quasi Erklärung, was sind das für Personen und hier wird dann auch mit Bildern gearbeitet. Das heißt, da gibt es dann die Bilder, die Gesichter von diesen einzelnen Figuren. Das heißt, wenn man jetzt hier über diesen Ritter aus Nostria spricht, der Answin, dann gibt es da ein Bild von dem Answin. Und dadurch findet man diese Leute dann sehr schnell wieder, wenn man wissen möchte, wer ist das, was kann der, was tut der in diesem Comic. Dann dritter Punkt, man erkennt die Region wieder, jetzt hier vor allem Havena und Nostria. In Nostria selber bin ich ungern unterwegs, aber man erkennt es und auch Havena, die Stadt, kann man erkennen, die ist da auch gut gezeichnet. Klar, wenn man jetzt noch ein bisschen mehr sich mit dem Stadtplan auskennt, dann wird man natürlich einige Fehler finden, aber man erkennt es und darauf kommt es an. Dann der vierte Punkt, Verwendung als Abenteuer. Ich habe jetzt hier wenig gespoilert. Ich habe quasi nur gesagt, es geht um diesen Andergaster, der muss gesucht werden. Und dementsprechend, wenn sich sowas Spieler angucken, ja, okay, ihr könnt es halt trotzdem noch spielleiten, auch wenn eure Spieler jetzt gerade diese Rezension gesehen haben, weil nichts wird jetzt hier gerade gespoilert.
Das ist ein bisschen mehr Aufwand, aber das geht. Also da kann man arbeiten. Lest euch diesen Comic durch, versteht ihn, bereitet das ordentlich vor. Ist quasi egal, ob ihr in Arvena anfangt oder irgendwo anders. Und in Nostria gibt es jetzt diesen Ritter und der muss jetzt aufgehalten werden mit den Infos, die es im Comic gibt. So, dann fünfter Punkt, Durchbrechen der vierten Wand. Ich finde das lustig. Das gibt von mir auch einen Bonuspunkt. Dann sechstens, die Personen haben Persönlichkeit, das habe ich ja bereits schon angesprochen, haben Wiedererkennungswert und auch gerade die beiden Protagonisten, die beiden Ritter und die beiden Kompagnons, die dem ersten Ritter mitgeschickt werden, ich finde die super gut. Da möchte ich gerne mehr von haben. Ich weiß nicht, ob es einen zweiten DSA-Comic geben wird, ich hoffe es sehr. Und wenn man diese beiden Ritter begleitet, ich würde mir das so wünschen. Vielleicht nicht in Nostria, vielleicht nicht in Havena. Und bitte auf gar keinen Fall in Nandagast, aber diese beiden Leute irgendwo anders hinschicken, das ist so ein gutes Duo. Ja, benutzt die weiterhin. Ja, siebter Punkt, ich hatte ja gesagt, es ist lustig, dieser Band, und das liegt dann nicht nur am Durchbrechen der vierten Wand, sondern quasi an allem. Das liegt dann auch wieder an Punkt 6 an den Personen, aber er macht Spaß zu lesen und er ist auch günstig als Kampfansage. Ja gut, jetzt achten Punkt. Ich hatte gesagt, 8 von 8 Punkten könnte ich vergeben. Werde ich aber nicht tun. Ich werde den achten Punkt nicht geben. Ich könnte jetzt noch ein paar Punkte nennen, aber ich ziehe diesem Comic einen Punkt von diesen 8 Punkten ab, weil er 5 Jahre gebraucht hat. Ich wusste natürlich während diesen 5 Jahren nicht, dass dieser Comic dann erscheinen wird, sondern erst als er dann fertig war. Aber wenn das bedeutet, dass jeder nächste Comic wieder 5 Jahre braucht, da möchte ich dann ungern drauf warten. Also arbeitet weiter, arbeitet schneller. Ulysses bezahlt die wie Zeichner und den Geschichtenerzähler ordentlich und dann will ich, dass jetzt Comics nachgereicht werden. Und ehe das nicht passiert ist, gebe ich hier keinen achten Punkt für. Ja, lebt damit. Gut, dann war es das von meiner Rezension. Ich habe jetzt hier alle Punkte verteilt. Wir rechnen kurz zusammen. Es sollten eigentlich ein Punkt abgezogen, bla bla, müssten 13 von 16 Punkten sein. Und damit ist das ein ziemlich gutes Erstlingswerk. Der mehr davon. Hagel und Höllenhunde!